Guten Morgen, guten Morgen. Ich muss also wieder seitlich machen. Wir sind heute bei dem OMS Community Wanderung. Ich habe mich gerade fertig gemacht, trinke gerade noch einen Kaffee und esse noch einen Porridge. Scheiße, meine Tablette muss ich auch noch nehmen. Meine Armstülpen auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe noch einen Kaffee. Also hier neben mir hat Mafkan geschlafen. Mit Kumpel oder so. Daneben ist Bernd, Olli und so weiter. Also es sind schon sehr viele bekannte Gesichter hier auf dem Platz. Wenn heute Marsch ist, dann sind da nicht so viele von uns. Es wurde relativ spät gestern. Es war da dann gegen kurz vor Mitternacht. Moin. Geschlafen, ja. Das Aufstehen war ein bisschen anstrengend. Das Aufstehen war ein bisschen anstrengend. Warum sind alle schon fertig? Ja. Aber auch nicht früher ins Bett. Aber auch nicht früher ins Bett. Alle sind schon abgehört, abgangsbereit. Nur ich nicht. Habe jetzt auf jeden Fall die wichtigsten genommen. Omega 3. Und die Schilddrüse. Das andere nehme ich morgen wieder. Oder heute Abend. Durch das Ashwagandha habe ich gemerkt, dass mein Schlaf viel besser geworden ist. Gleichmäßiger. Aber ein Laugenbrötchen von gestern, das nehme ich noch mit. Schuhüberzieher muss ich auch noch mitnehmen. Seht ihr mich überhaupt? Keine Ahnung. Werden wir es dann nachher sehen. Am Rechner. Auch nach vorne. Also gegen das Bild vom letzten Mal ist mein Auto heute noch mehr schlimmer. Chaos. Ja, absolut. Bis gleich. Die Brigage läuft auf. Habe ich alles? Ich hoffe. Ich weiß nicht, ob ich es gestern erwähnt habe. Ich bin auf dem Mosel-Campingplatz. Hier rechts von mir ist auf jeden Fall der schöne Steilhang. Wir gehen jetzt zum Bahnhof nach Cochem. Dort ist Treffpunkt von der OMS Community Wanderung. Ja. Versuchen wir mal dran zu hängen. Rechts von uns ist der Campingplatz. Ich habe leider meine Stöcke am Abend vergessen. Ich hoffe, das wird mir nicht verzweifelt.
Die anderen sind schon vor mir. Ganz so viele Menschen, ich werde verrückt. Wo wollen die denn alle hin? Kann man das verstehen? Nein. Genau, das am frühen Samstagmorgen wollen die irgendwo überall hin. Marco! Gesprächige Themen. Wir kamen bei schlechtem Wetter, wo keiner Bock hat, dass die dann nochmal den Platz freigeben. Hi! Hi! Hallo Robert. Ich bin schon. Ja, wir so, das war halt losgehen. Auf geht's. Guck mal hier, Kaffeerösterei. Ja. Ich freue mich. Ja. Was hältst du eigentlich von der Logische Sonne? Nee, wir haben auch keine Gefälle. Die Menschen. Ja, hallo. Bernd sieht richtig seriös. Die Alex ist wieder dabei. Vor allem QR-Code scannen. Man kann doch bei Dings gucken, bei Komoot und dann einfach hinlaufen. QR-Code. Da geht's gleich hoch. Ich bin gestern da hochgegangen. Also ich muss sagen, in Alken ist die Sicht ein bisschen schöner auf der Ebene, finde ich zumindest. Okay. Guck mal, da oben ist das Ding. Wir kennen das ja schon. Da ist der Hexenkeller. Wir waren schon zweimal oben. Na. Ja gut, es ist halt steil. Aber kurz. Jein. Er macht einfach große Schritte und dann... Er sagt, wir machen jetzt große Schritte. Schauen wir mal. Dann ist schneller vorbei. Jawohl, sehr geil. Der Weg der Vorsehung. Stairway to heaven. Ja. Ach, hier ist das Geheimversteck, ja? Aha. Ja, nee, ich habe auch gerade auf der Bank schon geschwitzt. Das will ich auch nicht mehr. Nee, ich dachte, jetzt ein Bild ohne jede Menge Menschen. Oh ja. Ja, wie jetzt? Ich habe kein Klettern gebucht. Ja.
wie gesagt, es sind halt schon einige Menschen dabei. Sehr viele. Ja, möglich, ja. Der Wandermann sagt, hier gab es gestern Abend noch Wildschweine. Die Erde ist aufgewühlter. Vielleicht gibt es hier schöne Pilze. Ja, guck mal, vielleicht gibt es ja Wildschweinsteak nachher, ne? Ja. Wildschweinwurst. Mach ich nur zum Verschlaufen. Ja, ja. Ja, gewusst wie, ne? Da kommen ja noch ganz viele Menschen. Schönchen. Ja, meinen Beinen geht's gut. Mein linker Knöchel zieht ein bisschen. Gerade schon gesagt, bis Mittwoch hatte ich noch derben Muskelkater von Dresden. Das war schon echt heftig. Aber danach ging es eigentlich. Danach tat mir nur noch die Sehne weh auf der rechten Seite von der Achilles. Am Dienstag habe ich hier Fußpflegetermin und muss auch wieder arbeiten. Yay. Na, diese 2 Wochen waren gefühlt eigentlich fast wie ein ganzer Monat. Wenn man darüber dann nachdenkt, im Rückblick kommt es dann einem vor wie eine Woche. Aber es hat schon ganz gut getan. Zwar nicht so, wie es eigentlich geplant war, aber ich habe doch relativ viel geschafft, viel unternommen, war fast jeden Tag draußen, wenn auch nur so 2-3 Kilometer. Hab fast geschafft, jeden Tag einen Geocache zu machen. Zumindest seit Sonntag. Hab mittlerweile auch wieder richtig Spaß daran gefunden. Teilweise stelle ich mich immer noch zu dämlich an. Aber es wird wieder. Am Montag kommt noch eine Geocache-Runde. Bei Solingen irgendwo. Da bin ich dann mit Sabine wieder unterwegs, mit dem Wanderkiesel. Und dann gucken wir mal. Morgen wollte ich hier noch, nachdem ich den Campingplatz verlassen habe, eine Runde über den Moselsteig gehen. Quasi den Moselsteig runter nach Klotten. Also eine komplette Etappe. Ah ne, nicht nach Klotten, ich glaube, der geht noch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall die Etappe 19 ist das, glaube ich. Von den Geocaches her. Und da wollte ich dann wenigstens schon mal ein bisschen Geschmack auf den Moselsteig bekommen. Weil es kann möglich sein, dass ich nächstes Jahr den wirklich komplett einmal einplane in mehreren Etappen. Muss ich mal schauen, weil das Cachen, das macht halt schon sehr viel, sehr zeitaufwendig, sagen wir es so. Das macht wieder Spaß. Gut, dass ich klein bin. Eigentlich da, ne? Ja, ich glaube, die Serpentine lassen wir dieses Jahr aus. Zu viele abgerutschte Bäume. Lass uns überraschen.
Da sehe ich sie. Die zwei einzigen, die den kurzen Weg nehmen. Nee, sie waren aber kurz weg. Schneller. Ja. Da sitzt man hier auf der Bank, denkt nichts Böses, dreht sich um bzw. guckt in die App von Geocaching rein und man sitzt quasi genau auf dem Cache. Veröffentlicht wurde der R 2011 und ja, mal schnell gelockt, ne? So schnell kann es gehen. Weißt du, als wir mal unterwegs waren, auf diesem Eisenbahnsteig, wie hieß das Ding? Eifelbahn. Eifelbahn. Ja, da habt ihr auch welche gefunden. Ja, da haben wir es erst. Die letzten stehen da noch. Einsam verlassen. Oh, da steckt eine Drohne. Da kommen die letzten Mohikaner. Wir sind jetzt bei VP1 und hoffen, dass wir aufs Klo gehen. Die Schlange vor dem Klo wird länger. Hier waren wir gestern essen. Oh, da muss ich nochmal gehen. Du gehst, glaube ich, auch nochmal. Klotten. Hier geht's hoch auf den Moselsteig. Okay. Du bist ja unersättlich, oder? So, hä? Aua! Ja, nee, der springt sich. Du musst deine Freunde mal ein bisschen ziehen. Ich
Jupst Pietje. Na? Der Wurm schlängelt sich weiter. Die Macher des Platzes. Achso, wenn man sich da jetzt hinsetzt und sich ein Selfie macht, dann hat man die Schrift drin. Kommen ja immer noch welche. Da ist noch ein Aussichtspunkt. Wir gehen jetzt da hoch. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz beim VP und jetzt erstmal Toilette und dann weiter. Ich melde mich seit der VP mal wieder. Bin etwas am Schnaufen. Haben die Winneburg bzw. die Ruine etwas ausgelassen. Den Ausblick kennt man. War aber vor 2 Jahren. Ist auch sehr schön da. Aber ich will eigentlich nur noch ins Ziel. Und wenige Kilometer werden es auf jeden Fall nicht werden. Bin jetzt hier mit Topaz. Dann der alte Schwitzbock. Den erkenne ich nicht. Wie heißt du? Yassin. Yassin. Dann mit. Ah. Schön. Wenn du das andere Hochzeit lassen, fand das richtig gut. Genau, mit Hansi und Martin. Harte Verzungen haben. Ja, genau, Hansi, genau. Ja, tschüss. Da war ich noch in Duisburg, da war auch noch das Handy. Und das ist hier aber schon angenehm, allein dieser Weitwinkel. Ja, klar. Somit sind wir auch fast im Kochen. Wir haben es jetzt 16:30 Uhr.
Ich sage jetzt schon mal meine Abschlussworte, nachdem ich die Anfangsworte eigentlich im Camper gemacht habe. Und es war eine mega geile Tour. Mir tut jetzt das rechte Knie weh. Ich brauche Erholung, Erholung, Erholung. Und geht raus, erholt euch. Habt Spaß. Tut. Tut. Ja. Ach, schön, die Burg, ne? Nach den Wanderschuhen bin ich auf Jogging-Schuhe verzogen. Geht's jetzt hier weiter dran? Ja. Ja, das ist ein Boot, glaube ich. Ich wollte noch mal über die Brücke gehen, aus Versehen. Ich bin 20 Jahre gealtert.